Über 1 Milliarde Euro durch Spielerverkäufe. Die Bundesliga-Clubs haben in diesem Sommer so viel eingenommen wie nie zuvor, verloren dadurch aber auch absolute Topspieler. Ein Profi brachte über 100 Millionen Euro ein. Wisst ihr, welcher Spieler gemeint ist? Den höchsten Transfererlös erzielte RB Leipzig. 220 Millionen Euro kassierten die Leipziger allein für den Wechsel des Trios Gvardiol, Szoboszlai und Nkunku in die Premier League. Aus dieser kam Harry Kane zum FC Bayern. Als erster deutscher Club gab der Rekordmeister einen dreistelligen Millionenbetrag für einen Spieler aus. 100 Millionen Euro. Das ist mehr als dreimal so viel, wie Union Berlin für seine Neuzugänge Gosens, Volland und Co. zahlte. Die Eisernen setzten bei ihren Transfers voll auf Erfahrung. 564 Bundesliga-Einsätze und 147 Champions-League-Spiele haben Unions Neuverpflichtungen schon auf dem Buckel. Unterm Strich investierten die 18 Bundesligisten über 700 Millionen Euro in neue Spieler. Macht ein Transferplus von knapp 300 Millionen Euro. Rekord. Übrigens kassierte der BVB in diesem Sommer die höchste Ablöse aller Bundesliga-Clubs für einen Spieler. 103 Millionen für Jude Bellingham.